André Hüppler von der Polizei Lüdenscheid hat bei einem Mann einen Drogentest durchgeführt. Bei 2 Wirkstoffen ist das Ergebnis positiv, obwohl der Mann jeglichen Konsum abstritt. Jetzt muss er mit auf die Wache, um dort einen gerichtsverwertbaren Bluttest zu machen. Was mich nervt, ist tatsächlich, dass wir immer bestrebt sind, sehr, sehr nett und freundlich den Leuten gegenüber entgegenzutreten, jegliche Maßnahme transparent zu halten und immer im offenen Dialog mit den Leuten sind. Und aktuell muss man halt tatsächlich feststellen, dass immer mehr dieses fehlende Unrechtsbewusstsein aufkommt. Das heißt, ertappt auf frischer Tat beim Verstoß wird in erster Linie immer wieder geleugnet, dass es überhaupt stattgefunden hat. Die Blutentnahme darf nur ein Amtsarzt durchführen. Bis der eintrifft, befragen Marc-André Hüppler und sein Kollege Dirk Eisenblätter den Mann. Grundsätzlich hatte ich Sie ja gefragt, Herr Sch, ob Sie schon mal mit der Polizei in Kontakt gekommen sind. Das haben Sie gerade verneint. Ich sehe, dass Sie durchaus schon mal bei uns in Erscheinung getreten sind. Deswegen würde ich Sie bitten, dass wir das Ganze hier tatsächlich auf ehrlicher Basis führen. Dazu kommt ein weiterer Verdacht. Haben Sie irgendwann im Leben schon mal eine Fahrerlaubnis besessen? Noch nie. Noch nie eine Fahrerlaubnis erworben. Nicht für Pkw, nicht für Motorrad, gar nichts. Okay. Nein, nicht okay. Ich nehme zur Kenntnis, dass das so ist. Okay, ist das nicht. Ein, zwei Fragen an Sie. Das ist ein bisschen wichtig, um nachher dieses Ergebnis auch ein bisschen einzuordnen, unter welchen Umständen das Ganze hier durchgeführt wurde. Alkohol, Medikamente oder Drogen in den letzten 24 Stunden? Also wir sprechen nur von den letzten 24 Nein. Stunden. Keine. Wann haben Sie zuletzt was gegessen? 10. Also am heutigen Tag, ja? Perfekt. Ungefähr gegen 10 Uhr. Jetzt kommt es mir nicht ganz genau darauf an, was Sie hundertprozentig zu sich genommen haben. Waren es ein Brötchen, war es irgendwie eine Pizza, ein Döner? In die Richtung, ja. Pizza. Eine Pizza haben Sie gegessen. Eine ganze? Ja. Ja, das kann man auch morgen um 10 mal machen. Nach 30 Minuten trifft eine Ärztin ein. Ja, ich muss, oder die Kollegen haben mich informiert, dass ich einmal bei Ihnen Blut abnehme. Ja, Sie sind einverstanden? Ja. Okay, gut. Jawohl. Also wie gesagt, wir haben vor Ort im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle den Herrn angehalten. Ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und darüber hinaus tatsächlich im Drogenvortestverfahren positiv auf Amphetamine und THC getestet worden. Darf ich Sie bitten, gerade einmal aufzustehen? Mhm. Können Sie auf einem Bein stehen? Mhm. Einmal auf dem anderen Bein bitte. Mhm. Einmal auf beide Beine stellen. Ich gucke Ihnen kurz in die Pupillen, halte Ihnen die Augen auch wechselseitig zu. Ja. Sie lassen einfach nur die Augen offen und schauen geradeaus. Ja? Mhm. Mhm. Dann die Augen bitte einmal schließen. Mit geschlossenen Augen im großen Bogen mit dem Zeigefinger die Nasenspitze treffen. Mhm. Mit dem anderen Arm bitte. Jawohl, Augen nochmal öffnen, dann im großen Bogen mit geschlossenen Augen gleich nochmal die beiden Zeigefinger vorne treffen. Ja, nochmal ruhig im großen Bogen. Ich bin weg, mich treffen Sie nicht. Ja. Alles klar, danke. Dann einmal bitte Richtung Ausgangstür gehen, eine Kehrtwende machen und auf mich zukommen. Mhm. Alles klar, gut. Dann dürfen Sie gerne bitte einmal wieder Platz nehmen. Das ist einmal so die grobe Beurteilung, um zu gucken, ne, wie der Mensch sich verhält auf verschiedene Reaktionen. So. Piekst einmal kurz. Da sind verschiedene Lösungssubstanzen in den Röhrchen drin, die dem Labor dann eben helfen nachzuweisen. Deswegen sind da eben auch, oder kam eben die Frage auf, das ist ein Röhrchen für Drogen, das ist ein Röhrchen für Alkohol, um eben zu gucken, was ist, um Untergrenzen bestimmen zu können und dass das eben auch feiner abgestimmt ist. Zum Vorteil der Probanden, ne, dass da keine Fehler entstehen. So, einmal bitte draufdrücken. In der Zeit, wo Sie da noch ein bisschen drücken, fange ich schon mal an, alles Weitere zu erklären. Dass wir beide uns nicht darüber unterhalten müssen,
dass sie überhaupt gar kein Auto fahren dürfen, ich meine, das ist jetzt hinfällig. Ja, also Untersagung der Weiterfahrt brauchen wir beide nicht drüber sprechen. Sie dürfen überhaupt gar kein Auto fahren. Ja? Alles klar. Den Fahrzeugschein bekommen Sie von mir zurück. Sie sehen zu, dass das Auto da oben wegkommt. Ja. Also über den Halter, dass der Bescheid weiß, dass das Auto wegkommt. Wir sind gleich noch im Bereich. Sollten Sie auf die Idee kommen, beziehungsweise da oben stehen auch noch Kollegen, sollten Sie auf die Idee kommen, ich fahre jetzt trotzdem weiter, das wäre ganz, ganz schlecht. Okay. Ja, Herr nichtsdestotrotz, ich wünsche Ihnen noch alles Gute und einen schönen Tag. Ich begleite Sie nach draußen. Danke. So, die schriftlichen Arbeiten haben wir jetzt soweit gefertigt. Wir haben alles zusammen. Der Vorgang geht zum Verkehrskommissariat, wird da weiter bearbeitet. Die Blutprobe geht nach München ins Labor und mit den Ergebnissen wird dann schlussendlich das Ergebnis dann auch weiter zur Bußgeldstelle geschickt. Vom, was der Herr zu erwarten hat, ich sage mal, für das Fahren ohne Fahrerlaubnis, das Ganze geht zur Staatsanwaltschaft, da wird Ihnen eine Geldstrafe ereilen, was aber dann an seinem Einkommen auch gemessen wird. Da kann ich jetzt keine genauen Angaben zu machen. Fakt ist, für das Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln werden grundsätzlich 500 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot auf ihn zukommen, was der Regelsatz eigentlich ist. Und alles andere wird aber im Rahmen der Straftat des Fahrens ohne dann abgehandelt. Auch der Halter des Pkw muss mit einer Anzeige rechnen. Er verlieh sein Auto an eine Person ohne Fahrerlaubnis. Die Polizisten fahren zurück zum Kontrollpunkt an der B54. Dort wartet bereits das nächste Fahrzeug. Wir haben da vorne einen polnischen Kleintransporter gerade angehabt. Du siehst, Jörg ist dran. Mhm. Den brauche ich allerdings da drüben, weil wir da drüben noch eine andere Sache haben. Kannst du Jörg mal eben ablösen, dass du das übernimmst? Ich danke dir. Jörg, kommst du mal eben? Ja, klar. Schönen guten Tag. Reden Sie Deutsch? Small. Nur ein bisschen, okay. Führerschein? Dokument. Genau, Dokument, Führerschein, Driver License. For Truck and Trailer, Paper. Privat. Das sind Autos hinten drauf, ja? Ja, ja. Ist privat oder? Privattransport. Privattransport. Ja. Okay. Moment. Sind das deine? Deine Autos? Moment. You? Deine? My friends. Ah, okay. Wir beide gucken mal einmal hinten rein, ja? Also aktuell gibt man uns an, dass die Autos, also dass es eine komplette private Fahrt ist und nichts Gewerbliches, das heißt, dass er nicht bezahlt wird dafür, für diese Fahrt. Wir müssen mal gucken, ob das alles so stimmt, ob die beiden Autos vielleicht von ihm verkauft worden sind oder von, dass er ein Spediteur ist, die Autos abholt, um die dann weiter zu verkaufen. Wir müssen mal gleich gucken. Das Interessante daran ist natürlich immer, sobald so eine Fahrt privat deklariert wird, versucht man sich da natürlich vor Lenk- und Ruhezeiten so ein bisschen zu drücken. Das Problem ist, dass bei vielen Fahrern sehr, sehr schlechte Deutschkenntnisse vorhanden sind. Das heißt, so eine Verständigung im Detail wird dann immer sehr, sehr schwer. Wir versuchen natürlich in erster Linie mit Händen und Füßen das Ganze zu regeln. Man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass man dann natürlich die Kommunikation auf das kleinste Niveau herunterschraubt. Zeigst du mir einmal die Papiere unterm Radio? Ja. Okay, hast du noch mehr davon? Tank für tanken? Ja, ja. Belege? Gib mal her. Tanken? Ja, hast du noch mehr hiervon? Anhand der Tankquittung versuchen wir, so ein Bewegungsmuster natürlich aufzuzeichnen. Das heißt, wie viele Kilometer fährt er, wo hat er sich befunden? Und das muss rückwirkend jetzt erstmal ermittelt werden. Die Polizisten leiten den Fall an das Bundesamt für Güterverkehr weiter. Die Beamten dort ermitteln dann, ob der polnische Fahrer privat oder gewerblich unterwegs war. Marc-André Hüppler überprüft jetzt den technischen Zustand des Transporters. Den jetzt du? So, wir machen einen Test. Die Bremse muss zusammenlaufen. Ja, okay. Ob Bremse okay ist. Mhm. Ja? Mhm. Dann einmal nach vorne rein.
So, wir werden jetzt einmal versuchen, die Auflaufbremse zu überprüfen, ob die Bremswirkung noch da ist oder überhaupt vorhanden ist. Dafür soll der Herr gleich einmal ganz kurz beschleunigen, nur 3-4 Meter nach vorne und dann einmal voll in die Bremsen gehen, so dass die Auflaufbremse einmal aufläuft und dann gucken, ob wir eine Bremswirkung haben. Ja? Okay, pass auf. 5 Meter vorfahren, dann bremsen, ja? Okay. Ich warte jetzt, er fährt ja jetzt bis hierhin vor und dann werden wir sehen, wie sich die Auflaufbremse verhält. Jo! Nochmal. Einmal noch. Jo! Ganz kurz. Wir haben jetzt gesehen, die Auflaufbremse läuft auf. Wir hören schon ein Geräusch, was untypisch für eine Auflaufbremse ist. Also wir hören so ein knallendes Geräusch. Das bedeutet, dass die Auflaufbremse bis ans Limit aufläuft, aufschlägt. Wenn man zeitgleich die Räder hinten beobachtet hat, sieht man, dass die Räder gar nicht blockieren. Also die läuft ungebremst auf. Die Bremsen, in welchem Umfang die jetzt funktionieren, kann ich nicht beurteilen, aber das wird tatsächlich dann nur Aufschluss geben bei einer Überprüfung beim TÜV auf dem Bremsenprüfstand. Bremse hinten, nicht okay. No? Nicht okay. Bewertet auch der TÜV die Bremsen als nicht funktionstüchtig, muss der Fahrer den Anhänger stehen lassen. Ihn erwartet dann ein Bußgeld von 270 Euro.